Kräftemessens war der Humboldt-Teich am Waldesrand. Mit insgesamt 53 Anglerfreunden wurde in diesem Jahr ein neuer Teilnahmerekord aufgestellt. Nach den Worten des Vorsitzenden Hubert Kramnich nahmen viele Hobbyangler zum ersten Mal teil. Entgegen den Erwartungen der Veranstalter konnte der seit 4 Jahren amtierende Vereinsmeister Walter Solbach seiner Favoritenrolle in diesem Jahr nicht gerecht werden. Geschlagen wurde er von dem 25-jährigen Felix Stocker. Für Stocker selbst und alle Beteiligten gänzlich unerwartet zog er am Nachmittag einen 24,5 Pfund schweren Hecht aus dem Teich. In der anschließenden Preisverleihung wurde Felix Stocker der begehrte Siegerpokal sowie ein Sachpreis überreicht. Im Interview teilte uns der Sieger mit, dass er über diesen Erfolg selber sehr überrascht sei und sein Glück noch nicht fassen könne. Mit Stocker gewann zum ersten Mal in der nun 9-jährigen Wettbewerbsgeschichte ein Hobbyangler den Siegerpreis. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind.
Gesangsgattung schalten wir jetzt von amerikanischem Indie-Rock auf britischen Glam-Rock um. So, als nächstes haben wir nämlich hier Sway mit ihrem niegelnagelneuen Hit am Start. Da bin ich an meinem Überfall auf einen Jugendlichen in der Max-Otto-Straße. Der 18-jährige Michael Lübcke, der seit circa 2 Jahren in dieser Gegend Zeitungen verkauft, wurde gegen 14 Uhr von 2 Unbekannten überfallen. Die Täter lauerten ihm an einer Straßenecke auf und schlugen ihn brutal zusammen. Sie erbeuteten die gesamten Tageseinnahmen des Zeitungsverkäufers. Nach Aussage des Opfers handelt es sich bei den Unbekannten um 2 circa 25-jährige Männer. Einer der beiden Täter hat blonde Haare und trug eine dunkle Lederjacke. Am späten Nachmittag ereignete sich in der Elise-Krohler-Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 7 Jahre alter Junge wurde von einem Auto erfasst. Der Autofahrer konnte aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in der verkehrsberuhigten Zone nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Kind mit seinem Catcar plötzlich auf die Straße fuhr. Die Mutter des Jungen leistete an der Unfallstelle erste Hilfe. Mit einer leichten Gehirnerschütterung und einigen Schürfwunden wurde der Junge ins St. Marien-Krankenhaus eingeliefert. Dem Fahrer des Pkw droht nun ein Strafverfahren wegen fahrlässigen Verhaltens im Straßenverkehr.
Sie sich auf die Couch. Will er, dass du dich mit einem Pferd verlegst? Am späten Abend entdeckte Passanten in der Nähe des Wasserrades am stillgelegten Braunwasserstollen die Leiche einer jungen Frau. Nach ersten Untersuchungen wurde sie Opfer eines Sexualverbrechens. Die noch nicht identifizierte, ca. 20-jährige Frau wurde mit 12 Messerstichen brutal niedergestochen und erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Bislang gibt es noch keine konkreten Hinweise auf den Mörder. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe bei der Aufklärung des Sexualmordes. Melden Sie sich mit weiteren Hinweisen bitte bei der örtlichen Polizeidienststelle. Wir berichten live vom Ort des Geschehens.